Der Telefontalk im WDR Fernsehen. 0800 220 5050. Domian. Anrufen und reden. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe und wir haben heute wieder eine freie Themennacht und das heißt, dass ihr mit mir reden könnt über jedes Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ruft mich ganz einfach an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder faxt uns unter 0800 220 5051 oder mailt uns, die Mailadresse ist ja eingeblendet und wenn ihr mailt und faxt, bitte, bitte die Telefonnummer draufschreiben, weil wir sonst euch nicht schnell zurückrufen können, wenn ihr in die Sendung wollt. Also, freie Themennacht und es geht los mit Susanne und Susanne ist 37 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Susanne. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, zum einen erstmal möchte ich loswerden, ganz tolles, ganz großes Lob an dein Team. Dankeschön, freuen wir uns alle. Ja, die Jungs sind echt klasse. Ja, mein Thema, also ich führe ein Doppelleben. Ich betrüge meinen Freund am Telefon. Du betrügst deinen Freund am Telefon? Ja. Das heißt, du machst Telefonsex? Ja. Ja. Mit jemandem? Klares Ja. Ja. Professionell? Nein. Nein. Ich mache das privat. Ich kenne die Person auch persönlich, also ich kenne den Typen auch persönlich. Mhm. So, wir haben uns auch schon mal getroffen. Mhm. Das war, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe. Achso, du kennst diesen Mann, mit dem du Telefonsex machst, länger als dein Freund? Ja. Ja. Wie lange kennst du deinen Freund? Wie lange dauert die Beziehung schon? So knapp ein Jahr jetzt. Mhm. Und ja, den anderen kenne ich halt 2 Jahre. Und während dieses ganzen Jahres, während du mit deinem Freund zusammen bist, läuft das parallel auch mit dem Telefonsex? Ja, erst bin ich nicht ans Telefon gegangen und habe mich irgendwie versucht, rat zu machen. Naja, mhm. Und dann bin ich doch wieder dran gegangen. Und dann konntest du nicht widerstehen? Nein, das ist, wie soll ich das sagen? Wir leben am Telefon unsere SM-Beziehung weiter. Was heißt weiter? Ja, also ich hatte zu dem jungen Mann halt eine SM-Beziehung. Ich bin zu ihm hingefahren. Ach so, es gab früher schon eine richtige Beziehung zwischen dir und diesem Mann. Ja. Ja. Also er hat mich angerufen, hat mir gesagt, ich soll zu ihm kommen. Ich bin hingefahren. Mhm. Und hab das halt gemacht, was er wollte. Du bist in der Rolle der Sklavin, der Devoten. Hab den devoten Teil, ja. Ja. Und mit deinem Freund, das schließe ich jetzt daraus, kannst du diese Art der Sexualität nicht leben? Überhaupt nicht. Mit dem Freund gibt es Blümchensex? Absoluter Blümchensex. Die ganz normale Nummer? Super langweilig. Super langweilig für dich? Mhm. Naja, super langweilig. Das ist schon schön. Ich mag ihn sehr, mhm. Aber halt... Wie oft telefonierst du mit dieser SM-Telefonaffäre? Naja, es ist wöchentlich. 2-3 Mal. 2-3 Mal. Und dann gibt es knallharten Telefonsex? Ja. Mit allem drum und dran. Mit allem, was du Wie kann ich mir vorstellen, wie kann ich mir Telefonsex SM-mäßig vorstellen? Was sagt er dann? Du bist die Devote, du bist die Sklavin. Was macht er mit dir? Was sagt er? Ja, er fragt ab, ob ich alles so mache, wie er das möchte. Also, was möchte er denn? Er möchte, dass ich immer rasiert bin, gut rasiert. Überall? Überall. Mhm. So tue ich auch. Mhm. Das heißt, bevor du telefonierst, wird rasiert. Ja. Nass? Nass oder trocken? Enthaarungscreme. Ist das nicht sehr unangenehm? Juckt das nicht? Nein. Nein. Man gewöhnt sich dran. Ich mache das jetzt so lange schon. Ja, also die Enthaarungscreme muss ran vorher. Ja. Was verlangt er noch? Ja, er fragt ab, wie ich angezogen bin. Ich beschreibe das. Er verlangt dann oft, dass ich mich komplett ausziehe, mich auf mein Bett setze, vor den Spiegel und mich halt selbst befriedige. Ja, das kann er ja nicht nachkontrollieren, wenn ich kontrollieren. Ja. Das heißt, du machst es dann wirklich so, wie er es sagt? Er hört es, ob ich das mache oder nicht. Na gut, das könntest du ihm auch vorspielen. An meiner Reaktion. Also spielen kann ich das schon nicht. Mhm. Was noch? Was verlangt er noch von dir? Ja, es ist auch so, dass wenn ich halt irgendwie mal nicht gleich ans Telefon gegangen bin oder mal nicht konnte oder so, dann gibt es halt auch Strafen. Das heißt, ja, sag mal so eine Strafe. Er verlangt, dass ich mich selber schlage. In seiner Anwesenheit, in seiner akustischen Anwesenheit. Ja. Ja. Das heißt, du armes Ding, sitzt dann da bei dir auf dem Sofa, ja. Den Telefonhörer in der Hand. Ja. Und mit was schlägst du dich? Mit der flachen Hand. Ist ja schon ein bisschen bizarr, ne? Ja. Wohin schlägst du dich mit der flachen Hand?
ab, wohin er verlangt, entweder auf den Po oder auf die Beine oder auf den Busen. So. Noch ein Beispiel, was er von dir verlangt. Was verlangt er noch? Dass ich vielleicht meine Brustwarzen vielleicht ein wenig zwirbel, dass es halt auch wehtut oder so. Also, schon eine krasse Sache, ne? Ja, ich fand's erst auch komisch. Ich wollte irgendwie auch betrügen, aber ich tu's doch. Also, grundsätzlich ist das ja okay, wenn man so etwas macht, wenn man so gestrickt ist und seinen Spaß dabei hat. Aber der Spaß hört bei dir natürlich da auf, weil du in einer festen Beziehung bist. Ja. Lebst du denn mit deinem Freund auch zusammen? Nein, das ist das Problem. Mhm. Und das ist, was mir jetzt Kopfweh macht. So, weil er hat mich gefragt, ob ich mit ihm zusammenziehen möchte. Mhm. Und dann hören die Telefon-Sessions auf, ne? Ja. Nein, das heißt, ich finde, das sollte aber jetzt nicht der Grund sein, dass die aufhören, sondern ich finde, man sollte jetzt grundsätzlich drüber nachdenken. Du solltest grundsätzlich drüber nachdenken, was du da tust. Ja. Du betrügst, ja, das ist ja nun völlig egal, ob du das am Telefon machst oder ob du das real machst, finde ich. Ich finde, in der Substanz ist es völlig egal. Du betrügst seit einem Jahr massiv deinen Freund. Das weiß ich. Und wohl fühle ich mich nicht dabei. Ja, wie gehst du mit diesem Gewissenskonflikt oder mit dieser Gewissensbelastung um? Ja, ich kann da gar nicht mehr mit umgehen. Also, das hätte ich vielleicht auch gar nicht angerufen. Ich kann da auch nicht drüber sprechen. Ich kann niemandem das erzählen. Wie würdest du denn so die emotionale Bindung zu deinem Freund bezeichnen? Ist das eine tiefe Liebesgeschichte, eine tiefe Liebesbeziehung? Ich liebe ihn auf eine besondere Art und Weise. Ja, das klingt ja schon wieder so ein bisschen nach Einschränkung. Ich liebe ihn auf eine besondere Art und Weise. So liebe ich meinen Pudel auch. Ja, ja. Auf eine besondere Art und Weise. Ja, gut. Also irgendwie liebe ich ihn schon, ja. Was heißt irgendwie? Ich möchte auch mit ihm zusammen sein. Ich bin gerne mit ihm zusammen. Also du willst so das warme Nest zu Hause, ne? Die Fürsorge und die Sicherheiten. Und willst dein Abenteuertum und die Sau richtig rauslassen mit deinem Lover und am Telefon dann. Ja, irgendwie und, ja, schon. Und das geht nicht, finde ich. Ich finde, dass man nicht auf zwei Hochzeiten so tanzen kann. Entweder klare Verhältnisse, Trennung und mach alles, wonach dir der Sinn steht, die deutschen Schweinereien. Ja, das oder such dir einen Mann, der auch so gebaut ist, so gestrickt ist, mit dem du da auch eine Liebesbeziehung eingehen kannst. Aber so nicht. Ja, wenn ich dein Freund wäre, will ich dir sagen, Susanne, wenn ich das rauskriegen würde, würde ich dich hochkant rausschmeißen aus meinem Leben. Aber hallo. Die Befürchtung habe ich nämlich auch. Aber hochkant, wenn ich erfahren würde, dass du mich ein ganzes Jahr so betrügst, weiß er eigentlich in irgendeiner Weise annähernd, dass du so SM-mäßig interessiert bist? Ja, er kennt meine Neigung. Und du hast mit ihm darüber gesprochen? Ich habe ihn darum gebeten, ich habe gefragt, ob er das auch machen würde. Oder zumindest ansatzweise. Es muss ja nicht die ganz krasse Geschichte sein. Und er will es nicht? Überhaupt nicht. Okay, kann man verstehen. Ist nicht jedermanns Sache und kann man auch niemanden zu zwingen? Nein. Nein. Ist das Gespräch dann so versickert? Oder hast du gesagt, das ist für mich ein Problem, ich muss das leben, das gehört zu meiner Sexualität dazu? Oder hast du nichts mehr gesagt? Ich habe ein bisschen geflunkert. Nämlich? So, ich schreibe mit diesem Telefonpartner auch E-Mails, wir tauschen erotische Mails aus, so auch SM-Geschichten, so Fantasien einfach ausleben. So, und das weiß mein Freund. Ach, das weiß er? Das weiß er. Ach, der weiß, dass es da jemanden gibt? Mit dem ich maile. Mit dem du mailst. Und er hat nicht den Verdacht, dass da irgendwie noch was weiter passiert? Nein. Und du hast die Sorge, wenn er das erfahren würde, wird's rappeln in der Kiste? Ich glaube nicht mal. Er würde gehen? Ich glaube nicht, dass er gehen würde. Ach so. Ihr Sondern, was glaubst du? Er würde mich bitten, aufzuhören und bei ihm zu bleiben. Ja. Und du? Das ist mein Konflikt im Moment. Ich weiß nicht, ob ich es vermissen würde. Ich finde, Susanne, da die Reaktion ja gar nicht so katastrophal unter Umständen ist, wie du es gerade beschrieben hast von deinem Freund, nutze jetzt die Chance, vielleicht auch die Chance, wo dir das Gewissen so zu schaffen macht, und sag es ihm und mach erstmal klar Tisch. Und sieh dann, wie ihr euch vielleicht gibt es sogar eine Einigung, vielleicht ist er so drauf, ich weiß es ja nicht, dass er sagt, okay, das tangiert unsere Liebe nicht, lebe das aus, aber sag es mir, ich will es wissen, ich will damit umgehen können. Aber mach es nicht heimlich, weil heimlich ist Betrug an der Liebe, ist Betrug an der Beziehung. Ja, ich
finde das von mir auch nicht gerade fair. Also ich fühle so, mich das ist auch ein Wort. Eine Frau, ein Wort. Das ist, von, ne, das ist nicht fair. Morgen redest du mit deinem Freund. Ja. Okay. Und ruf mich bitte nochmal an und erzähl mir, wie es weitergegangen ist. Interessiert mich wirklich. Kein Floskel jetzt. Ja. Ja, machst du's? Ja, mache ich. Alles Gute. Okay, danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, 0800 ist eine kostenfreie Telefonnummer, 220 5050, ruft an oder faxt mir unter 0800 220 5051 oder mailt. Und jetzt geht es weiter mit Timo. Und Timo ist 20 Jahre alt. Stimmt das? Hallo? Ja. Hallo Timo. Du klingst aber ein bisschen traurig, oder? Ja, ein bisschen. Um was geht's denn bei dir? Ich hatte am Dienstag schon mal angerufen zu dem Thema, das kann ich nie wieder gut machen. Versuch mal so ein bisschen klarer zu sprechen, weil ich dich nicht so ganz gut verstehe. Ich hatte am Dienstag schon mal angerufen. Ja. Zu dem Thema, das kann ich nie wieder gut machen. Ja. Und das war dann wohl ein bisschen spät, da hatte das wohl nicht mehr geklappt. Und da wollte ich loswerden, dass ich meine Freundin gehauen habe. Mhm. Und dass ich denke, dass ich das nicht wieder gut machen kann. Deine Freundin geschlagen. Genau. Sagen wir mal geschlagen, ne? Gehauen klingt immer so ein bisschen harmlos. Ja, geschlagen. Mhm. Bist du mit der Tatsache ist, dass ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, wie ich das gemacht habe. Ich sehe das nachher und schäme mich in Grund und Boden. Und ist das einmal passiert bislang? Nein, das ist schon öfters passiert. Wie oft? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Wie lange bist du mit ihr zusammen? So 3 Jahre. 3 Jahre schon? Mhm. Wie alt ist sie? 25. Mhm. Du bist 20? Ja, 21. Ja. Seit 3 Jahren zusammen und du kannst dich gar nicht mehr erinnern, wie oft das schon passiert ist. Wann passiert das denn? In welchen Situationen? Das glaube ich nicht so fürchterlich oft passiert, dass ich mich nicht daran erinnern könnte. Das ist einfach so, dass das Situationen sind, wo ich richtig Angst vor mir selber kriege. Ja, beschreib mal so eine Situation. Das ist schwer, da bin ich irgendwie dann... Also hast du Alkohol getrunken? Hast du Alkohol getrunken? Nee, ich trinke eigentlich generell nicht, aber ich fühle mich dann, als hätte ich mindestens 3,5 Promille. Ich bin dann einfach nicht mehr Herr meiner momentanen Lage und... Okay, aber du hast real, also in Wirklichkeit keinen Alkohol getrunken? Nein, kein Tropfen. Was löst das dann aus? Ist das irgendein ein Streit über Kleinscheiß oder was ist es? Ich denke, das beruht eigentlich immer auf Eifersucht. Also das ist so, dass sie eigentlich nicht viel zu tun hat am Tag, außer rumzusitzen und sich einen Kopf zu machen, was ich jetzt auf der Arbeit mache oder was ich sonst mache, wenn ich halt mal so ein paar Dinge erledigen muss. Und wenn ich dann halt sage, ich bin da gewesen und ich habe das gemacht, dann ist das halt gelogen gewesen und so und dann... basiert darauf dann so eine halbe Stunde Diskussion. Verstehe ich nicht. Ich halt glaubt nicht, sie dir nicht oder glaubst du? Genau. Achso, sie ist eifersüchtig auf dich. Ja. Und letztendlich ist es aber gar nicht begründet. Da gibt es keine andere Frau. Nein, es gab nie eine andere Frau. Niemand. Ich habe in diesen 3 Jahren nie an eine andere Frau gedacht. So, ich habe vorher eine Beziehung gehabt und da hatte ich ihr wahrscheinlich auch, also ich habe ihr gesagt, dass ich die vorige Beziehung betrogen habe. Und vielleicht hat sie dann irgendwie von vorher auf nachher geschlossen. Und ich habe das eigentlich eher so als Vertrauen gesehen. Dass ist es denn so, dass es sich wirklich so gut wie immer daran entfacht, an diesen Eifersuchtsvermutungen? Oder an der Eifersucht, und sie vermutet irgendwas? Ich kann das nicht so genau sagen. Ich denke ja, weil ich bin in dieser Situation, wo das passiert. Ich weiß nachher gar nicht mehr genau, was passiert. Was ich genau? Dass ich meine Hand verstaucht habe und ich merke, dass sie irgendwo einen blauen Flecken hat und dann. Also du kannst dich an den Vorgang des Schlagens gar nicht klar erinnern. Manchmal habe ich da Bruchstücke von dem Kopf, aber kann ich da nicht. Ich weiß, dass ich das gemacht habe. Aber du hast die Hand verstaucht, das heißt, du hast kräftig zugelangt. Ich würde sagen, ich habe eigentlich auch immer ungeschickt zugelangt, weil ich bin kein Mensch, der sich haut. Ich habe noch nie Ich war noch nie in einer Prügel. Ich bin wohl schon mal verprügelt worden, weil ich vielleicht für die Leute falsch rumgelaufen bin, aber ich habe nicht gut gehauen. War deine Freundin schon so verletzt, dass sie im Krankenhaus war? Sie war mal im Krankenhaus, aber das war nicht wegen einer Prügelei.
Gut, das war meine Frage. Also wegen der Prügelei war sie nicht im Krankenhaus. Aber ja, sie hat blaue Flecken und ich bin dann irgendwie wütend weggefahren und weil ich gedacht habe, jetzt nicht wieder prügeln oder so. Ich weiß ja wohl, dass das dann passiert. Und dann habe ich gedacht, ich entfliehe jetzt einfach aus meiner Situation und gehe weg. Und dann bin ich ein bisschen zu heftig wohl angefahren. Ich habe nicht gesehen, dass sie sich hinter dem Auto hingesetzt hatte und ich war auf einem Schotterplatz und da ist ein Stein hochgeflogen und hat sie am Kopf erwischt. Das war eine ziemlich heftige Situation. Ihr denn darüber? Redet deine Freundin mit dir? Sagt die zu dir was nach solchen cholerischen Ausbrüchen von dir? Ja, wir unterhalten uns dann schon darüber, klar, ja. Entschuldigst du dich? Ja. Ja? Was sagt sie denn zu dir jedes Mal? Ja, dass sie nicht will, dass das nochmal passiert. Aber das geht ja schon seit 3 Jahren so und das passiert ja immer wieder. Jetzt denke ich, wird das auch nicht wieder passieren, weil sie seit 6 Tagen ungefähr weg ist. Sie ist weg? Ja. Deshalb vermutlich auch? Ich denke. Ich kann es aber auch gut verstehen. Ja, ich kann sie auch gut verstehen. Ich verstehe gar nicht, dass sie 3 Jahre bei dir geblieben ist. Ich kann auch nicht verstehen. Sie hätte eigentlich nach dem ersten Vorfall hätte sie weg sein müssen. Ja, klar. Ja? Ich hätte sie eigentlich, wenn sie nicht gegangen wäre, auch verlassen müssen. Weil mir macht das ja richtig Angst, dass mich ein Mensch so weit bringen kann. Ich kenne das gar nicht so von mir. Das heißt, du gerätst dann völlig außer Kontrolle deiner selbst. Ne? In diesen Situationen. Ja, also ich bin kein aggressiver Mensch. Ja, offensichtlich in einer gewissen Weise schon. Ja. Dann, ja. So, die Frau ist zu Recht, Gott sei Dank, jetzt weg und hat sich erstmal dir entzogen. Genau. Das ist auch richtig so. Ja. Ich höre, wie du das erzählst, dass du das nicht prahlend erzählst, sondern auch mit einer schweren Betroffenheit. Ja, sicher. Dass du da vor dir selbst stehst und denkst, mein Gott, was ist mit mir los? Ich kann dir nur dringlichst empfehlen, Timo, dringlichst, dass du dich in eine psychotherapeutische Behandlung begibst. Da scheint ja was gravierend, irgendwas nicht in Ordnung zu sein bei dir. Und zwar mit dem Ziel, dass du dich selbst wieder in den Griff kriegst. Wenn du jetzt da schon so austickst bei der Frau, was schon schlimm genug ist und nicht zu entschuldigen ist, wer weiß, wie es vielleicht in anderen Situationen mal ausgehen könnte. Da brodelt ja irgendetwas in dir, was einfach gezähmt werden muss. Du musst zum Psychologen. Du musst zu einem Psychologen. Punkt aus. Ja. Bist du bereit dazu? Ja. Gut, dann werden wir dir gerne ein bisschen behilflich sein, wie man das macht, wie man das einfädelt, so eine Therapie, eine Beratung, wohin man sich wendet. Du legst jetzt bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Und dann könnt ihr in Ruhe reden. Ich hoffe nur auch, dass ich damit nicht nur bei mir, sondern auch bei ihr irgendwie keine bleibenden Schäden irgendwie verursacht habe. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Das hoffe ich auch. Ist sie jetzt ohne Begründung einfach gegangen? Also hat sie noch mal was gesagt? Ist sie wirklich einfach? Ohne Begründung. Es war wieder so, dass irgendwie eine frühere Arbeitskollegin wollte irgendwie vorbeikommen und daraufhin war sie dann irgendwie wieder eifersüchtig. Ich meine, ich wollte auch nicht zu ihr fahren oder sonst. Abgesehen davon ist sie lesbisch. Sie wollte vorbeikommen für eine Stunde auf einen Kaffee. Die Arbeitskollegin ist lesbisch? Ja, genau. Ja, ja. Und daraufhin ist sie dann völlig ausgetickt und meint, also kann ich jetzt so wörtlich hier gar nicht sagen, was sie da alles gesagt hat. Und dann okay, es geht jetzt in erster Linie auch um dich, dass du was mit dir unternimmst und dass du dich in den Griff kriegst. Du legst bitte auf, wir rufen dich an und dann kannst du in aller Ruhe mit meinem Psychologen reden, okay? Ja, alles klar. Alles Gute, Timo. Ja. Tschüss. So, Freunde. Und Freundinnen. Jetzt haben wir die Sigrid hier. Sigrid ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sigrid. Hallo. Um was geht's bei dir? Oh, ich bin total verknallt. Ich dachte, du hättest jetzt gesagt, ich bin total aufgeregt. Das auch. Das auch. Ich habe schon meine Wachblüten hier neben mir. Ich habe die schon zweimal genommen. Hilft wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch, ist ein super Mittel, aber so richtig ist es jetzt im Moment auch nicht. Egal, wir schaukeln das Kind jetzt schon. Ja. Du bist verliebt. Ja, in Kind, da sagst du, das war das Stichwort. Was? Du bist verliebt in ein Kind? In ein Kind nicht, in einen jungen Mann, in einen 17-jährigen, fast 18. Hey, in einen fast 18-jährigen jungen Mann. Ja,
Du stehst also auf Jungs, also auf junge Männer? Nein, normalerweise nicht. Ich bin feste verheiratet, im September 18 Jahre und ich liebe meinen Mann, aber ich bin in diesen Jungen verliebt. Außerdem ist er auch noch prominent. Er ist auch noch prominent? Das ist der... Halt, wir wollen vorsichtig sein. Dorian, tu mir eingefallen, lach jetzt nicht. Das ist der Daniel Kübelböck. Er lacht doch. Das finde ich ja schräg. Du bist verliebt in Daniel Kübelböck. Ja. Ja, ich nicht. Ja. Ich nicht. Ich sehe gerade, ihr habt doch meinen Namen falsch geschrieben. Ich kann das nicht sehen. Aber Sigrid ist schon mal richtig, ne? Sigrid. Mensch, Sigrid. Ja, das macht nichts. Aber du hast Daniel Kübelböck. Ich habe ja mal ganz lange gebraucht, bis ich diesen Namen überhaupt aussprechen konnte. Du hast ihn noch nie gesehen. Im Fernsehen. Nur im Fernsehen. Mhm. Im Anfang war das ja auch so, ich stehe normalerweise nicht auf diese Talentshows und so weiter. Mhm. Also Musiksendungen. Ja. Dann habe ich das aber zufällig mal gesehen und da fand ich den erst ganz niedlich. Warum findest du den niedlich? Ich finde den einfach flippig und lustig, fand ihn. Flippig, lustig, niedlich, so für unter den Arm klemmen, in den Schrank stellen und ab und zu mal abstauben, ja? So nach dem Motto. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert. Also ich drehe hier völlig ab. Du bist ja wie ein junges Ding. Ich werde ja, ich weiß es doch. Ich weiß, wie alt ich bin. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Mein Sohn hat übrigens heute Geburtstag. Meine Gratulation, alles Gute. Ja, danke. Ich gehe davon aus, dass du dann auch brav und fleißig die Bravo kaufst. Nein. Und alles ausschneidest von ihm. Nein, ich habe mir dieses Teenie-Magazin Popcorn gekauft. Ach so. Auch gut. Und hängt er denn bei dir in der Küche schon, irgendwo am Schrank? Nein. Ich glaube, dann würde ich Ärger kriegen. Ins Badezimmer möchte ich ihn auch nicht unbedingt hängen, weil ich dann zu lange auf Toilette bleibe. Sag mal, wer... Aber nur, weil du so über ihn schön nachdenkst, ne? Ja, ich kriege den Jungen einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich muss dir was dazu erklären, Domian. Ja, ich frage dich gleich was an, aber erklär du erstmal. Ich bin so ein bisschen auch auf diesem Esoterik-Trip, ja? Mhm. Und ich habe eine Freundin in Köln und die hat immer Pech mit Männern, ja? Ja. Also die chattet dauernd und jetzt hatte sie letztens einen kennengelernt, letztes Jahr war das und da habe ich gleich irgendwie, ich habe den nie kennengelernt, ja, sie hat mir nur von ihm erzählt und da habe ich gleich meine Bedenken geäußert, also habe ich ihr gesagt, sei bitte vorsichtig mit dem, wie sie mir den so beschrieben hat, ja. Und die hat dir auch was zu Daniel gesagt, oder wie? Ja, die hat mir auch gesagt, ich soll das einfach jetzt mal hier so laufen lassen und soll das genießen, ja, also ich fühle mich wie 20 oder so. Ich möchte gerne wissen, wer das außer deiner Esoterik-Freundin auch noch weiß. Weiß deine Familie das? Mein Mann weiß das auch. Der weiß das auch? Und was sagt dein Mann dazu? Also der lässt mich erstmal, der hat mir eine Konzertkarte gekauft. Aha. Allerdings habe ich nur einen Stehplatz noch gekriegt, ja, ein bisschen spät entschieden. Und wann wird das sein? Das ist jetzt am 28. in der Westfalenhalle. Also der Mann nimmt das locker und schmunzelt so ein bisschen und sagt die Sigrid soll mal ein bisschen Spaß haben, soll sie sich in den verknallen. Ja. Und die Söhne, die ja in dem wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter sind wie er? Die finden es ganz entsetzlich. Ja. Mein Sohn sagt, der Ältere, pass auf, dass du dir nicht die Hüfte brichst. Wegen deiner Osteoporose habe ich nämlich gar nicht. So ein Blödsinn. Sigrid, jetzt musst du mir erklären, warum und wieso du dich im reifen Alter von 45, in dem guten Alter von 45, in einen 17-, 18-jährigen Bengel verliebst, der ja auch eher schwul ist, sagen wir es mal so. Ja. Und auch, ihr lieben Daniel Kübel-Böck-Fans, verzeiht mir, ja auch ein bisschen, ein bisschen tuntig wirkt, ne? Ja, stimmt. Was ist denn da los bei dir? Warum bist du so scharf auf den? Ich weiß es nicht. Ich fühle da irgendeine Verbindung. Das macht vielleicht albern klingen. Esoterik? Geistige Verbindung? Eine telepathische Verbindung. Hey. Ich wollte von der Freundin noch weiter erzählen. Also jetzt hat sie wieder einen Freund kennengelernt. Aha. Und bei dem habe ich ein super gutes Gefühl. Und dann war das so weit, dass schon Schluss war eigentlich mit dem. Mhm. Aber ich habe gesendet und gesendet wie wahnsinnig an die beiden. Also
Freund und Freundin da und es klappt, es hat geklappt und ich sende, ich sende wie verrückt an diesen Daniel. Und hast du keine Chance? Was meinst du, wie viele Frauen und wie viele Jungs da senden? Und irgendwie telepathisch zu ihm Kontakt haben das wollen. Das weiß ich, aber ich habe... Darf ich dich was Intimes auch fragen? Bitte? Darf ich dich was ganz Intimes fragen? Natürlich. Wir haben ja jetzt schon nach 12, da kann man das, ja? Ja, mach ruhig. Mhm. Schläfst du mit deinem Mann noch? Selten. Selten. Nur gut, es kommt aber vor. Ja, ja. Die intimen Fragen gehen weiter. Ja, ja, kommt. Wenn du mit deinem Mann schläfst, denkst du manchmal an Daniel Kübelberg? Hör mal, so lange, wie sich das jetzt hochgesteigert hat, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, weil wir das letzte Mal zusammen im Bett waren, mein Mann und ich, da war das noch gar nicht so. Deswegen kann ich die Frage gar nicht beantworten. Verstehe. Ich müsste es testen. Also Siri, ich finde, das ist ja vielleicht eine nette kleine Spielerei. Und so habe ich es irgendwie auch so ein bisschen aufgefasst jetzt in unserem Gespräch. Ich hoffe, dass du das Ganze nicht zu ernst nimmst. Ich nehme das todernst. Nee, das schraubt mal wieder ein bisschen runter. Das ist ja dann doch alles, könnte ja doch alles ein bisschen sehr albern werden. Du kriegst den ja sowieso nie. Das weiß ich. Ne? Und wenn man sich dazu sehr reinsteigert, da sage ich auch oft, so jungen Mädels, die sich in irgendwelche großen Popstars verlieben oder in Prominente verlieben, um Gottes Willen, lasst die Finger davon. Ihr werdet ja völlig weg im Kopf. Das läuft nicht. Aber auf eine Art ist das ein tolles Gefühl. Ich mache einen Vorschlag. Das Konzert steht ja bald an, ne? Hast du gesagt? Ja, ist ja jetzt am 28. Am 28. Meine Redaktion hat ja deine Telefonnummer. Ja. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ja. Wie dir das Konzert gefällt. Und wir werden nach dem Konzert, werden wir beide nochmal telefonieren. Entweder an einem Donnerstag oder dann nachts bei mir in der Sendung. Okay? Ja. Ich bin ganz gespannt, Sigrid. Ja. Bis dahin, alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Oh je, oh je, oh je. Ihr Lieben, ein bisschen Post. Heute gibt es einige Posteckchen. Fangen wir mit der ersten kleinen Postecke an. Werner, 43 Jahre aus Aachen, schreibt: Lieber Jürgen Domian, Sie hatten am Montag in Ihrer Sendung einen jungen Mann, der sich selbst als Zahnspangenfetischist bezeichnet. Das stimmt. Sie waren etwas ratlos und konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass eine Zahnspange einen Menschen in eine erotische, sexuelle Stimmung versetzen kann. Das stimmt auch. Ich allerdings kann das nur bestätigen. Auch ich stehe auf Zahnspangen schon über 20 Jahre. Sie gehören einfach zu meiner Sexualität dazu. Und selbst meine Ehefrau konnte ich nach anfänglichen Schwierigkeiten davon überzeugen. Alle unsere Kinder, 4 an der Zahl, sind entstanden, als wir Zahnspangen trugen. Das finde ich sehr lustig. Bleibt die Frage offen, ob die kleinen Würmer, die da zur Welt gekommen sind, auch gleich schon Zahnspangen getragen haben. Mark, 29, aus Bregenz, schreibt: Hi Domian, ich bin ein großer Fan der Sendung Promi-Boxen. Mach bitte du da doch auch mal mit. Das fände ich voll abgefahren. Lieber Mark aus Bregenz, ich werde da nie mitmachen. Ich finde diese Sendung grottig, ich finde sie völlig primitiv und ich finde auch, dass sie unverantwortlich ist. Ganz im Ernst, ich finde, dass diese Sendung zur Verrohung in unserem Leben beiträgt. Wenn man da seine Leute, seine Idole, vielleicht seine Stars sieht, wie die sich völlig sinnlos und völlig bekloppt den Kopf einschlagen, wundert es mich nicht, dass bei uns auf den Straßen, in den Schulen, wo auch immer, die Gewalttätigkeit zunimmt und einfach so die Hemmschwelle auch viel niedriger immer wird, dass man sich den Kopf einschlägt. Nein, ich werde da nie mitmachen und finde die Sendung fürchterlich. Katrin, 31 Jahre, schreibt: Hallo Jürgen, du bist ja ein bekennender Hasser von Anglizismen, also von englischen und amerikanischen Wörtern in unserer Sprache. Ich bin das auch. Aber ich muss dich kritisieren. In der letzten Zeit sind doch immer wieder bei dir solche Wörter rausgerutscht. Zum Beispiel Level, zum Beispiel Feedback oder Handy, was ja nicht mal ein englisches Wort ist. Oder Connection oder Fun und so weiter und so weiter. Ich gelobe Besserung, Katrin, du hast recht. Manchmal flutscht es einem wirklich so raus im Eifer des Gefechtes. Und hinterher ärgere ich mich dann immer wieder. Aber du hast recht und ich bemühe mich, dass es besser wird. So, nun geht's weiter mit der nächsten Anruferin. Und die Anruferin heißt Nicole. Guten Morgen. Hallo. Hallo Nicole, du bist 21 Jahre alt. Wie bitte? Du bist 21 Jahre alt? Ja, genau. Was ist dein Thema?
Ja, ich wollte erst mal zu der Sigrid sagen, die was vorher dran gewesen ist. Die in Daniel verliebt ist. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass sie in den verliebt ist, und zwar, weil der Daniel, der hat ja so leicht dann ein bisschen an der Pfanne, ne? Wollen wir so nicht sagen. Ja, der ist ein bisschen, weiß ich nicht. Er ist ein bisschen verrückt. Ja, genau. Und weil den mögen ja nicht alle, und nee. Ich schätze mal eher, das ist so ein Beschützerinstinkt oder so. Ach, du meinst die Big Mama, ich sage es auch wieder, Anglizismen, also die große Mama in ihr. Ja, genau. Kommt durch und will ihn so gluckenmäßig beschützen. Ja, genau. Vielleicht. Ich habe mich gerade kaputt gelacht. Vielleicht. Gute These, interessante These. Ja. Ja, vielleicht. Gut, aber du wolltest auch noch zu einem anderen Thema anrufen. Oder hast du einem anderen Thema angerufen? Ja, ich habe schon letzte Woche irgendwann mal angerufen. Und zwar war das dein Thema der Dark X. Ja. Und mein Dark X, da kommt noch. Und zwar, ich bin Kauf- und Bestellsüchtig. Du bist Kauf- und Bestellsüchtig? Ja. Und zwar, ich habe bei verschiedenen Versandhäuser oder Internetshops bestellt. Mhm. Auch erst auf meinen Namen. Dann habe ich auf meinen Namen nichts mehr bekommen. Dann habe ich meinen Namen immer geändert. Ja. Mein Nachnamen, mein Geburtsdatum. Ich bin auch häufig umgezogen. Und das kann man so ganz einfach. Man kann einfach den Namen ändern und dann schicken die einem Sachen. Ja, natürlich. Für wie viel Geld hast du bisher schon eingekauft? Also es geht jetzt 4 Jahre, knapp 500.000 Euro. Wie bitte? Ja. 500.000 Euro? Ja, jeden Tag klingelt der Postbote. 500.000 Euro? Ja. 500.000 Euro seit 4 Jahren? Und seit 4 Jahren, jeden Tag hat der Postbote geklingelt, außer Sonntag und Freitag. Für mich war das jeden Tag wie Weihnachten. Ist ja unglaublich. Ich muss es nochmal in, ich denke ja immer noch in D-Mark. Es ist 1 Million Mark. Ja. Es ist 1 Million Mark. Dann musst du doch zu Hause ein riesiges Warenlager haben, oder? Ja, hatte ich. Kellerproppen voll. Ja, und dann, wenn das zu viel geworden ist, habe ich die meisten Sachen auf dem Flohmarkt verkauft. Ja. Habe das Geld genommen und bin in die Spielhalle gegangen, habe das Geld verzockt. Wie bist du denn drauf? Also kaufsüchtig und letztendlich auch spielsüchtig? Ja. Hm. Ist schlimm. Ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, wie ich das bezahle. Das hat einfach ganz simpel angefangen. Ich wollte mir eine Hose bestellen. Eine Hose bestellt. Und da hat mich die Frau gefragt, auf Rechnung oder per Nachname? Mhm. Dann sage ich so, auf Rechnung. Mhm. Ja. So, und dann hatte ich da Geld nicht. Und auf jeden Fall, dann kam der Brief. Und dann habe ich wieder geguckt und konnte sofort was nachbestellen. Und so ging es immer weiter. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Ich meine, man hört manchmal solche Geschichten oder sieht sie auch im Fernsehen, und ich verstehe das nicht, dass das möglich ist, dass man über einen so langen Zeitraum so viele Schulden anhäufen kann und dass man dennoch immer wieder bestellen kann und die Versandhäuser einem auch dann was schicken. Ja, die schicken dann ja auch immer, egal ob man jetzt da irgendwelche Rückstände hat oder nicht, man bekommt immer wieder neue Kataloge. Mhm. Also man wird dann immer weiter verlockt. Sag mal so ein paar Beispiele. Ich meine, du kannst ja nicht alles nennen, natürlich nicht, aber so ein paar Beispiele an Sachen, die du bestellt hast. Sender RTL Shop. Kennen Sie? Ja, klar, ja. Kannst mich auch duzen, ich duze dich ja auch. Ja, gut. Kennst du. Da habe ich zum Beispiel, wenn ich habe da geguckt, habe irgendwas gesehen, habe angerufen, möchte das gerne haben, die schicken das bei Rechnung raus. Hm? Was war das? Oh, Kleinigkeiten, Schmuck, was noch? Computer. Also kann man denn sagen, dass du letztendlich so kreuz und quer durch den Gemüsegarten alles bestellst? Also von elektronischen Geräten bis hin zu Kleider und Büchern und CDs und weiß ich was alles? Ja, genau. Bis hin zum Staubsauger? Bis hin zum Staubsauger. Du sagst, das hat vor 4 Jahren angefangen, du bist 21, das heißt mit 17 hat es angefangen. Ja. Hast du da noch zu Hause gelebt? Nein. Ich bin schon mit 14 von zu Hause ausgezogen. Was? Und zwar, weil ich habe das zu Hause nicht mal ausgehalten. Ja. Das hat vielleicht auch irgendwie was damit zu tun, dass ich so labil bin und solche Sachen überhaupt mache, um mir keine Gedanken drüber zu machen. Mhm. Ich bin vom 6. Lebensjahr bis zum 12. Lebensjahr täglich von meinem Vater sexuell missbraucht worden. Jede Nacht kam er und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun. Vom 6. bis 12. Lebensjahr? Ja. Sexuell missbraucht heißt, dass er dich zu sexuellen Handlungen gezwungen hat? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also vom 6. bis zum 8. Lebensjahr ich kann jetzt locker drüber reden,
täglich einen Nasen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und vom 8. bis zum 12., wo meine Mutter im Krankenhaus gekommen ist, war das erste Mal, wo er mich sexuell missbraucht hat, also sprich... mit dir geschlafen hat. Genau. Mhm. Hast du ihn irgendwann später angezeigt? Ja. Und was ist daraus geworden? Und er hat 3 Jahre, 3 Monate für mich gekriegt, dabei kam noch raus, weil das ging ja alles über die Zeitung und so, also diese Ortszeitung. Und da haben sich noch mehrere Mädchen gemeldet. Und mit denen er das auch gemacht hat? Ja, also nicht jetzt über so einen langen Zeitraum. Und er hat nur 3 Jahre bekommen? 3 Jahre und 3 Monate. Das ist ja auch wieder unglaublich. Ja, lass mich mal weiter erzählen. Ja. Und er hat sich auch Mädchen aus Polen und sowas geholt. Und hat die dann hier auch anschaffen geschickt und sowas. Und zum Schluss, wo er in Untersuchungshaft gewesen ist, zu meiner Sache, da kam er wieder raus, weil das hat sich alles so lange verzögert und die dürfen einen nicht so lange festhalten. Da hatte er eine Freundin und die hatte ein 2 Jahre altes Kind. Und die hat das dann erst im Nachhinein, wo er dann eben da wieder abgeholt worden ist, hat sie festgestellt, dass mein leiblicher Vater an der kleinen Mädchen dran gewesen ist. Und dafür ist er jetzt in der Psychiatrie lebenslänglich. Ach so. Wegen zwanghaften, verlangern Kinder. Also das ist natürlich eine durchaus eine plausible Erklärung, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen deiner schweren seelischen Verletzung, die man dir zugefügt hat, und dem, was da jetzt passiert ist mit dir. Hast du denn, warst du danach in einer psychologischen Behandlung? Ja. Na, also nach dem Missbrauch? Ja, kurz. So eine Vorbereitung für die Gerichtstermine. Weil das waren, das ging über mehrere Wochen. Das waren, glaube ich, 8 oder 9 Gerichtstermine, damit die ganzen Zeugen aussagen. Weil ich hatte ja meinen ersten Nervenzusammenbruch mit 14. Aber es gab keine richtige Psychotherapie, die man mit dir gemacht hat. Was machst du denn eigentlich jetzt im Moment so? Hast du auch noch einen Job oder hängst du nur zu Hause rum und bestellst? Also jetzt ist das ja so eigentlich gar nicht mehr. Also ich bin ja jetzt beim sozialpsychologischen Dienst. Die helfen mir da ein bisschen weiter. Weil ich habe mir die Frage gestellt, wie soll es irgendwann mal mit meiner Zukunft aussehen? So, und da sind wir bei dem Thema, wie du gerade angefangen hast. Auch der Tag X, der liegt noch vor mir. Ja. Ne, so hast du gerade das Gespräch begonnen. 500.000 Euro Schulden. Wie meinst du das genau, der Tag X liegt vor mir? Wenn das alles auffliegt und wenn du dafür gerade stehen musst? Ich bin schon aufgeflogen. Also die Polizei war bei mir, die hat also sozusagen Hausdurchsuchung gemacht und dann die Sachen gesucht. So, und dann haben sie einige Sachen mitgenommen, also so Telefone und sowas. Und ich sag mal, Gott sei Dank, in Anführungsstrichen, habe ich vorher die ganzen Sachen entweder auf dem Flohmarkt verkauft oder in den Müll geschmissen. Weil das hat sich so viel angehäuft. Und ich habe mir vorher schon Gedanken darüber gemacht, wie meine Zukunft aussehen will, weil ich ja irgendwann auch mal Kinder haben will. Sag mal, Nicole, was meinst du denn jetzt mit der Tag X liegt noch vor mir? Ja, ich schätze mal, dass ich dieses Jahr irgendwann einen Gerichtstermin habe und ich dann dafür bestimmt in die Kiste gehe. So, meine Auffassung ist, das ist alles natürlich völliger Wahnsinn, was du da gemacht hast und wo du dich selbst da hast reingeritten. Andererseits ist es ja vielleicht, ich will mal nicht sagen entschuldbar, aber schon erklärbar oder zurückführbar, weil du so eine Hölle durchgemacht hast als Kind und als Jugendliche. Ja. Ich finde, dass du aber ganz dringend und ganz intensiv in gute psychologische Hände gehörst. Ja, das Problem hier bei uns, ich komme ja aus Umkreis Osnabrück, ich weiß ja nicht, wie viele Leute irgendwie solche Probleme haben, da bekommt man nicht so schnell einen Termin. Also der sozialpsychologische Dienst hat sich eingesetzt, dass ich bei einem richtigen Psychiater hinkomme. Aber die haben alle erst ab August Termine. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute hier Ich finde diesen Fall aber so gravierend, dass ich mich eigentlich da gar nicht mit zufrieden geben möchte, zu sagen, da gibt es jetzt keine Termine. Da muss irgendetwas geregelt werden. Ja, und ich möchte gerne, ich werde dir versprechen, dass das, was wir machen können, was in unserer Macht steht, das ist nicht sehr viel, aber etwas schon, dass wir dir beistehen und dir behilflich sind, dass du so schnell wie möglich in eine Obhut, in eine Beratung kommst. Ja. Dafür legst du jetzt bitte auf und wir rufen dich nochmal an und dann werden die Einzelheiten besprochen. Ja gut, darf ich noch jemanden grüßen? Ja, okay, darfst du. Ja, und zwar möchte ich gerne meine Tante Geli grüßen, den Onkel Michael, dann den Mäuschen und die Silke. Nicht zu viel. Den Olaf und Paul und Toschi aus dem Internet. Okay, alles klar. Nicole, du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Okay, gut. Alles Liebe, alles Gute. Gut. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr euch auch gerne mit mir hier jetzt live im Fernsehen in der Nacht,
in der fast schon ein bisschen tiefen Nacht. Wir haben ja nach Mitternacht, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema, ruft mich an oder faxt auch unter 0800 220 50 51. Jetzt bin ich verbunden mit Bianca und Bianca ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Bianca, was ist dein Thema? Darf ich eben kurz noch was zu Nicole sagen? Bitte, ja. Nicole, ja, es gibt jede Menge Beratungsstellen, die auch für Jugendliche sind, die, ich sag's mal, mit den Vätern solche Sachen erlebt haben. Ich habe einiges davon auch selbst im Internet reingestellt. Mhm. Gut, also das ist nett, dass du sagst, Bianca. Und wir werden dir, Nicole, auch noch behilflich sein. So. Jetzt kommen wir zu dir, zu deinem Thema. Ja, ich möchte einfach, dass du mir einen kleinen Rat gibst. Ich habe einen Freund, ja, beziehungsweise einen Verlobten, mit dem bin ich seit 3,5 Jahren zusammen. Schon? Schon. Mhm. Jetzt folgt das kleine Übel. Bitte? Mhm. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich seit ein halbes Jahr zusammen. Das heißt, ich bin bi. Also du hast mit der Freundin ein richtiges Verhältnis? Ein richtiges Verhältnis. Ein geheimes Verhältnis? Ein geheimes Verhältnis. Mein Freund, der weiß davon nichts. Der Freund weiß nichts davon und es wissen sonst auch kaum, es weiß sonst niemand davon. Nochmal. Ich sag, der Freund weiß nichts davon und sonst weiß auch niemand davon. Genau. Ja. Genau. Ich wollte einfach nur fragen, ob du mir einen kleinen Rat geben könntest, so wie ich das meinem Freund, ja, beichten kann, erzählen kann. Hm. Weil ich weiß nicht, wie der reagiert. Ich weiß nicht, ob er sagt, wisst ihr was, quasi gesehen, leck mich am Arsch, ich will davon nichts wissen, geh. Hm. Oder ob er sagt, ist mir egal, solange wie du mit 1000 Frauen im Bett gehst, bitteschön, solange wieder ein Kerl dabei ist, ist mir das egal. Bianca, erzähl mir mal so was in deinem Herzen, in deinen Gefühlen so los ist. Würdest du sagen, dass du deine Freundin, mit der du jetzt das Verhältnis hast, in gleicher Weise liebst oder lieb hast wie dein Freund? Ja, doch schon. Mehr noch? Nein, mehr nicht. Also gleich. Wenn man sich das auf eine Waage vorstellt, ja, stehen sie beide, ja, also genau gleich. Also du bist so ein Mensch, da gibt es ja viele, die solche Gefühle ab und zu haben, die sagen, ich liebe zwei Menschen. Ja. Gleichermaßen. Jeder Mensch ist mir gleich wichtig und ich empfinde wirklich Liebe für die beiden. Genau. Wenn du mit deiner Freundin zusammen bist, bist du dann ganz, also innerlich so wirklich ganz bei deiner Freundin oder flutschen da schon mal so Gedanken zu dem Freund? Da bin ich ganz, also wenn, ich muss das so erklären, mein Freund ist alle zwei Wochenenden bei seiner Schwester in Düsseldorf. Mhm. Und alle zwei Wochenenden ist meine Freundin dann bei mir, immer dann, wenn er bei seiner Schwester ist. Mhm. So, und da schalte ich aber auch dann komplett ab, dann bin ich dann... Ganz klar bei der Freundin? Dann bin ich ganz klar bei der Freundin. Und umgekehrt ist es auch so? Umgekehrt ist es auch so. Mhm. Ich habe zwar versucht, das Thema mal anzuschneiden, nur da war er Mist drauf, da sagt er, nee, lass mich jetzt in Ruhe, kein Bock zu reden. Mhm. Hast du denn deine Freundin weiß ja, dass du einen Freund hast? Ja. Ja. Mhm. Hat die übrigens auch einen Freund? Die hat auch einen Freund. Das heißt, da ist ein anderes Pärchen in gleicher Weise betroffen, wie du es mit deinem Freund betroffen bist. Ja, nur soweit ich weiß er davon. Ach, er weiß noch davon. Ich habe gerade gefragt, ob es sonst noch jemand weiß. Der weiß davon. Der weiß davon, aber nicht... Ich weiß nicht, ob er jetzt Großartiges was davon weiß, aber der hat, glaube ich, so eine Ahnung, wie er mir mal gesagt hat. Hast du denn eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass du deinen Freund, ich meine, das ist ja völlig egal, ob deine Frau ist oder ein Mann, du betrügst ja deinen Freund. Ja, schlechtes Gewissen habe ich. Mhm. Oder ist das für dich irgendwie so ein bisschen schon ein Unterschied? Nach dem Motto, ist ja nur eine Frau, was heißt nur in Anführungszeichen, und deshalb ist es nicht so schlimm mit dem Betrügen. Also, ja, auf der einen Seite sage ich mir, ist nur eine Frau, davon kann ich nicht schwanger werden. Ja. Ja, so kann man es auch sehen, ja. Ja, das ist die größte Angst, die er jetzt gerade hat, weil er ist arbeitslos, ich bin arbeitslos. Mhm. Und da sagt er, da passt ein Kind jetzt absolut, absolut gar nicht rein. Da wollen wir doch schon eher ein Kind haben, wenn wir beide wieder Arbeit haben. Also, mich beschäftigt vielmehr so die Frage, du hast gerade gefragt, du wolltest mich um Rat bitten, wie du ihm das sagen sollst, ne? Ja, weil du führst schon seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren diese Sendung. Ich glaube,
Ich glaube, ich höre die selbst schon seit 2 oder 3 Jahren, höre ich tagtäglich diese Sendung an. Mhm. Und du hast zwischendurch immer mal so, in solche Fällen dabei, jetzt nicht so, dass eine Frau mit einem verlobt ist und noch eine Frau als Affäre. Aber so Fälle waren schon dabei. Hast also, andersrum. Ja. Also Bianca, was mich jetzt in erster Linie beschäftigt, ist die Tatsache der Untreue, dass du untreu bist. Das finde ich, ist das Problem. Nicht, dass deine Frau ist, sondern dass du untreu bist. Dass du deinen Freund hintergehst. Ja, das ist das, was mir auch zur Zeit... Ja, das ist mir jetzt erstmal völlig wurscht, wenn du mir das so erzählst, ob das ein Typ ist oder ob das eine Frau ist. Das ist das, was mir auch so ein bisschen auf den Geist geht. Aber auf der anderen Seite sage ich mir... Und weißt du, diese... Er kann mir teilweise nicht das geben, was ich gerne hätte. Was aber eine Frau... Ja, doch schon kann. Würdest du es und umgekehrt sagst du es genauso? Umgekehrt sage ich es genauso, klar. So. Verständlich, kann man vielleicht nachvollziehen. Weil ein Mann hat was unten zwischen den Beinen, jetzt so salopp gesagt, eine Frau hat was anderes. Ich kenne mich da so ein bisschen aus in der Anatomie der von Frauen und Männern, ja. Ja, das ist... Bianca, lange Rede, kurzer Sinn. Du musst... Ich finde, dass du dass es deinem Freund schuldig bist, dass du ihm das sagst. Und wenn er dann sagt, okay, das ist ja eine Frau, ich kann damit leben, dann ist es ja für euch schön. Wenn er aber sagt, nee, das ist mir egal, was da ist ein anderer Mensch und ich bin eifersüchtig, dann mischen sich eure Karten völlig neu. Und dann musst du irgendwann eine Entscheidung treffen, ob du mit deiner Freundin zusammen sein möchtest oder mit deinem Freund. Aber wie soll ich es ihm sagen? Indem du es ihm genauso sagst wie mir. Das ist gar keine große Kunst, das zu sagen. Man sagt es ganz einfach. Ich muss dir etwas gestehen. Ich mache das und das seit einem halben Jahr. Ja. Und dann wird er reagieren und dann wird vielleicht alles ganz neu sein. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht geht er da tolerant mit um oder vielleicht sagt er nein, dann kann ich nicht. Entscheide dich. Und ich würde, wenn ich dein Freund wäre, würde ich dich vor eine Entscheidung stellen. Würde ich sagen, pass auf, Bianca. Mich verletzt das zu sehr, wenn du da noch einen anderen Menschen, eine Frau hast, die du so liebst. Ich kann damit nicht lange leben. Ich gebe dir vielleicht ein paar Wochen Zeit oder einen Monat, aber dann musst du eine Entscheidung fällen. Und du musst es sagen, Bianca, finde ich. Ja. Da hast du recht. Mehr kann ich ja gar nicht zu sagen. Ja, muss ich da mal gucken, wie ich das mache. Musst du mal gucken und mal durch. Ja. Ne? Alles Gute. Okay. Tschüss, Bianca. Ja, tschüss. Ich begrüße herzlich jetzt den Jörg und Jörg ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Mina. Hallo Jörg, ja, ich höre dich gut. Gut. Um was geht es bei dir? Ja, also ich habe... eigentlich ausschließlich Sex im Pornokino. Ich hab's nicht verstanden, sag's bitte nochmal. Ausschließlich Sex im Pornokino. Ausschließlich Sex im Pornokino. Und das seit 2-3 Jahren. Ja. Und das finde ich jetzt mittlerweile nicht mehr toll. Ne? So bist, aber auch nicht. Bist du in einer Beziehung, bist du verheiratet? Nein, nicht. Du bist solo? Bin solo. Gehst du in ein Hetero- oder ein schwules Kino? Ich bin ein gemixtes eigentlich. Bist du selbst auch bisexuell? Ja. Wie sieht das aus, Sex in einem Pornokino? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, da sind ja oft auch Pärchen, die betreiben das Sex. Also das ist man sieht erstmal Pornofilme, klar. Ja. Man sitzt in einem kinoähnlichen Raum. Ja, genau. Und da sind auch Pärchen, die dann in diesem Kinoraum, während die Leinwand, während der Film läuft, es miteinander treiben. Ja, genau. Und du, was machst du denn? Onanierst du oder was? Ja, genau. Da sind auch Männer, die machen das jetzt. Die machen das alle öffentlich, das läuft ja ziemlich locker ab. Und kommt es denn da auch zu sexuellen Kontakten untereinander, also zwischen den Männern? Ja, klar. Das auch. Aber da sind wahrscheinlich nicht sehr viele Frauen, dass man da auch anonym mit einer Frau Sex hat. Das ist wahrscheinlich eher weniger, oder? Weniger, ja, klar. Also die kommen schon meist als Pärchen rein dann auch, ne? Würdest du denn sagen, dass du eher schwul bist oder eher hetero? Also 50-50 würde ich sagen. 50-50, Das geht seit 2-3 Jahren so. Ja. Und ich stelle es mir, ehrlich gesagt, ziemlich öde vor. Ja, ist es auch. Und ich finde es auch mittlerweile sehr, sehr doof. Und ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt nicht, wie das jetzt ändern soll. Du hast sonst keinerlei sexuelle Kontakte zurzeit? Nein.
Keine Verliebtheiten, keine Affäre, nein, gar nichts? Nein. Warst du mal länger mit einem Menschen zusammen? Ja, war ich. Mit einer Frau oder mit einem Mann? Mit einer Frau. Gibt es da Kinder? Nein, gibt es nicht. Keine Kinder. Und wie lange bist du jetzt? 10 Jahren. Wir haben uns getrennt vor 6, 7 Jahren und jetzt läuft das eben so. Ne? So, wenn dir das nicht so gefällt, was ich verstehen kann, also es ist ja sicher interessant, sowas mal zu machen und mal zu gucken und so, aber auf die Dauer, wie gesagt, würde mich das, glaube ich, auch sehr anöden. Ja. Warum unterlässt du es nicht? Warum sagst du zu dir, ich gehe da nicht mehr hin, ich mache es nicht? Ich glaube, es ist einfach der Drang nach Sex dann auch. Ne? Bitte? Der Drang nach Sex. Der Drang nach Sex, ja. Ich verstehe dich ein bisschen schlecht. Die Leitung ist nicht so ganz gut. Also so eine Art Sucht. Ja, denke ich. Hast du das Gefühl für dich, seitdem du das... Wie oft machst du das überhaupt? Ja, 2-3 Mal die Woche. 2-3 Mal die Woche. Hast du das Gefühl, seitdem du das machst, dass du auch also gar nicht mehr so die Fähigkeit oder die Geduld hast, dich vielleicht auf einen Menschen einzulassen? Ganz genau. Das, glaube ich, ist die große Gefahr bei dieser Art von Sexualität, dass man nur noch den schnellen Reiz haben will, die schnelle Lust befriedigen will und... Ich weiß nicht, Jörg, ich glaube, das geht nur mit Selbstdisziplin. Wahrscheinlich, ne? Ja, also das ist kein Fall für einen Psychologen oder sowas. Nein, nein. Nein, nein, das ist dein Ding, du bist ein erwachsener Mann von 40 nein, Jahren. Fall. Es ist, glaube ich, genauso wie mit vielen Süchten, wie es Rauchen oder weiß ich was, dass man dagegen angehen muss, es peu à peu runterschrauben muss. Und vor allen Dingen, wenn du jemanden Neuen kennenlernst, dass du dich am Anfang gar nicht so sehr um die Sexualität kümmerst, sondern dass du dir einfach Zeit lässt, auch einen Menschen in Ruhe kennenzulernen. Mhm. Du musst ja nicht gleich den ersten Tag mit dem in die Kiste gehen, auch nicht nach der ersten Woche. Nein. Ich glaube, dass das allerbeste Training ist. Okay. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt gibt es die zweite kleine Postecke heute Nacht. Und zwar hat mir Sascha geschrieben. Ja, der Sascha aus Münster. Der Sascha aus Münster hat geschrieben, Domian, ich finde es total blöd, dass du dich so über Stefan Effenberg lustig machst. Er ist ein total guter Fußballer. Naja, und mit den Frauengeschichten, das ist ja seine Sache. Außerdem finde ich es gut, wenn sich ein Fußballer auch für Politik und Geschichte interessiert und sowas wie die Hitler-Tagebücher liest. Das ist die Meinung von Sascha. So, dann hatten wir am Montag hatten wir das Thema in der Sendung Unmoralische Angebote und die Anruferin Alexa aus Berlin und der Fall war folgender. Alexa hat ein Angebot bekommen von einem Bekannten, der hat gesagt, er würde gerne mit Alexa einmal ins Bett gehen für 250 Euro. Alexa steht überhaupt nicht auf diesem Bekannten und war sich jetzt sehr unsicher, ob sie das machen sollte, für 250 Euro mit dem mal in die Kiste zu springen. Und zu diesem Thema und zu dem Anruf von Alexa haben wir ganz viele Mails bekommen und ihr habt euch dazu geäußert, was ihr dazu denkt und überhaupt zum Thema unmoralische Angebote. John aus Köln zum Beispiel. Hey Mr. Domian, ich bin 23 Jahre alt und würde gerne zu dem Thema unmoralische Angebote was sagen. Bei mir liefe unter 1000 Euro rein gar nichts. Wenn eine Frau, auf die ich überhaupt nicht stehe, mit mir in die Kiste wollte, würde sich bei mir erst ab 1000 Euro etwas regen. Eingerechnet in diesen Preis wären auch die Ausgaben für eine Viagra-Pille. Viele Grüße, John. Christina schreibt, hallo Domian, mein Rat an Alexa ist, lass es, Mädel. Denn das Geld ist es nicht wert, dass du die nächste Zeit mit Grübeln verbringen würdest. Mike schreibt, hallo Jürgen, Geld für Sex zu bekommen kann auch das Selbstwertgefühl enorm steigern. Außerdem kann Mann, Frau genauso Lust dabei empfinden wie bei einem normalen One-Night-Stand. Also her mit den Piepen, Gruß Mike. Und die Biene schreibt dazu, 23 Jahre alt. Ich finde, Alexa sollte es lieber nicht machen. Es bekäme ihr nicht gut. Aber ich habe eine Idee. Vielleicht sollte sie einen kleinen Test machen und sich für ca. 25 Euro von ihrem Bekannten küssen lassen. Danach wäre sie vielleicht ein bisschen schlauer. So, Tipp von Biene. Jetzt geht's weiter mit euch, mit den Telefonaten. Und ich begrüße ganz herzlich die Silke. Und Silke ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Silke. Dein Thema? Ich habe letztes Jahr im September, am 3. September, meinen Freund durch einen Motorradunfall verloren. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? 1,5 Jahre. Mhm.
Wir haben auch schon zusammen gewohnt. Ja, und er ist halt an dem Morgen weggefahren. Und ein paar Stunden später habe ich dann halt einen Anruf gekriegt. Ich hatte mich schon gewundert, dass er nicht zwischendurch mal angerufen hat. Normal hat er mich immer angerufen, um mir zu sagen, wann er nach Hause kommt und dass alles in Ordnung ist. Hm. Und ein paar Stunden später habe ich dann halt einen Anruf von der Schwägerin bekommen, dass er halt tödlich verunglückt ist. Und was genau ist passiert? Er ist auf einen Autobahnzubringer gefahren, einen zweispurigen, und auf der rechten Fahrspur ist ein LKW liegen geblieben. Und der hatte kein Warndreieck aufgestellt und er hat eine Vollbremsung gemacht, ist vom Motorrad gerutscht, gegen eine Leitplanke und war sofort tot. Ist sofort verstorben? Ja. Als du diesen Anruf von der Schwägerin bekommen hast, kann man da in dem Moment vor lauter Schock überhaupt noch atmen? Ich weiß eigentlich nicht mehr so genau, wie es gewesen ist. Ich habe nur gedacht, das kann jetzt nicht sein. Also ich hatte vorher zu seiner Familie nicht ganz so viel Kontakt und zur Schwägerin auch nicht, so dass ich die Stimme vom Telefon her nicht kannte. Dachte, das kann nicht sein, da hat sich irgendwie ein Scherz erlaubt und das stimmt alles nicht. Aber dann hast du es doch geglaubt. Ja, ich habe dann direkt eine Freundin angerufen, die war leider nicht zu Hause, aber ihr Freund ist dann direkt zu mir gekommen und hat mich dann zu seinen Eltern gefahren. Wir sind dann auf dem Weg dahin, wollten wir auf den Autobahnzubringer, der war immer noch gesperrt. Und da haben wir dann angehalten und ja, ich habe dann die Polizei einfach gefragt, ob das stimmt, dass dann Motorradfahrer verunglückt ist, und die sagten mir ja, aber wir sollten jetzt weiterfahren, wir würden den Verkehr aufhalten, und da war es dann schon mal so ein Stück irgendwie noch gewisser gewesen. Das heißt, du hast dich da so richtig rangetastet an diese Wahrheit. Ja. Hast du deinen Freund dann an dem Tag oder in den nächsten Tagen nochmal gesehen? Ja, das war zwei oder drei Tage später. Also er war noch in der Gerichtsmedizin gewesen. Da haben sie noch untersucht, halt auf Drogen und Alkohol und ja, so. Aber war nichts? Nee. Und dann habe ich ihn noch gesehen, zweimal sogar. Also ich hätte ihn am liebsten, also er ist montags beerdigt worden, donnerstags habe ich ihn gesehen und freitags. Ich wäre am liebsten auch noch Samstag und Sonntag hingegangen. Du bist dann, du hast ihn in der Gerichtsmedizin gesehen und später nochmal in der Leichenhalle, oder? Nee, beides mal in der Leichenhalle. Beides mal in der Leichenhalle. Ja. Das heißt, er lag im Sarg. War er im Gesicht auch verletzt? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also er hatte einen Genickbruch gehabt und ansonsten überhaupt keine Verletzung. Also er war ein bisschen blass gewesen, aber ansonsten sah er halt wirklich aus, als wenn er schlafen würde. War das für dich sehr wichtig, dass du ihn noch mal gesehen hast oder sogar zweimal gesehen hast oder sogar gerne noch mehr, wie du gerade gesagt hast? Ja, weil in den Momenten war ich ihm halt noch mal nah gewesen. Obwohl es halt andererseits dadurch, dass er ausgesehen hat, als wenn er schlafen würde, war es halt, als wenn er nicht tot wäre. Also ich konnte ihn ja nicht mehr berühren, er war halt hinter einer Glasscheibe. Ja. Er war ja auch schon halt zwei Tage tot gewesen. Und warst du alleine in diesem Raum, als du ihn angeschaut hast? Nee, sein Bruder war mit, und sein bester Freund war mit, seine Mutter war mit. Jetzt ist ja dieses Unglück und diese Katastrophe noch gar nicht so lange her. Wie würdest du denn deinen seelischen und deinen emotionalen Zustand im Moment beschreiben? Also bis heute dachte ich eigentlich, dass ich es eigentlich ganz gut im Griff habe. Also so, das Leben läuft halt einfach weiter. Also ich gehe arbeiten und mache halt alles das, was gemacht werden muss. Und ab und zu, also ich treffe mich auch wieder mit Freundinnen. Aber jetzt heute war der Gerichtstermin gewesen, wo der LKW-Fahrer verurteilt worden ist, der den Unfall verursacht hat. Und zu was ist er verurteilt worden? Bitte? Zu was ist er verurteilt worden? Er ist verurteilt worden der fahrlässigen Tötung, aber nur eine Geldstrafe auf Bewährung. Das heißt, 2 Jahre Bewährung, wenn er in der Zeit sich nichts mehr zu Schulden kommen lässt. Dann kann er eh raus. Ist ja nur auf Bewährung, dann braucht er das Geld nicht zahlen. Ja, klar, ja. Und wie denkst du über dieses Urteil? Ja, für mich ist es zu wenig. Also ich hätte gewollt, dass er eine andere Strafe bekommt oder dass er zumindest den Führerschein nicht behalten kann. Ja. Du sagst, ihr wart 1,5 Jahre zusammen. Ja. Das ist ja schon eine ganze Weile. Ja.
Habt ihr, obwohl ihr noch so jung seid und eher so jung, wie alt war er eigentlich? 30. 30. Mhm. Habt ihr mal so über den Tod gesprochen, dass jemand durch einen Unfall oder eine Krankheit ganz plötzlich weg sein könnte? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Nee. Gehst du oft zum Grab? Am Anfang bin ich oft hingegangen, jetzt eigentlich selten, weil er mir da irgendwie nicht nahe ist. Also muss ich immer halt dran denken, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber dass er da halt von den Maden und von den Würmern zerfressen wird. Also das ist für mich eine grausame Vorstellung. Mhm. Wo ist er dir denn nahe? Er ist eigentlich immer bei mir. Mhm. Ja, manche Menschen brauchen den Friedhof gar nicht. Manche brauchen ihn, um zu trauern. Mhm. Für manche ist es ein Ort des Grauens, vielleicht so, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass trotz aller Anstrengung, du hast es ja gerade gesagt, wieder so ins Leben zu gehen, dass du dennoch eigentlich immer an ihn denkst, ne? Ja. Ihr hattet Pläne. Ja, wir wollten eigentlich heiraten, auch Kinder bekommen. Mhm. Die Pläne waren schon da, wir haben zusammen gewohnt. Ihr habt zusammen gewohnt? Ja. War das nicht ganz fürchterlich, dann so seine Sachen aus der Wohnung zu schaffen? Ja, das war schlimm gewesen. Oder gibt es jetzt noch so eine Ecke, einen Bereich in der Wohnung, den du unberührt gelassen hast, so wie er es verlassen hat? Nee, ich bin umgezogen. Ach so. Also die Wohnung war zu groß für mich alleine und zu teuer auch. Und dann musste ich halt umziehen. Mhm. Und jetzt habe ich halt eine andere Wohnung, aber ich habe schon so Anziehsachen noch von ihm, die ich auch anziehe. Und Bilder von ihm im Schlafzimmer hängen und so. Ich glaube, diese Anziehsachen, das ist was ganz Wichtiges, ne? Mhm. Da fühlt man sich dann dem Verstorbenen besonders nahe, wenn man die Jacke von ihm trägt, die er immer angehabt hat, oder ja. Pullover oder sowas. Mhm. Kannst du dir vorstellen, überhaupt nochmal, also kannst du dir das jetzt vorstellen, dass du überhaupt nochmal dich neu verliebst? Im Moment eigentlich nicht, nee. Also ich weiß nicht, ich denke, es wird immer die Erinnerung, ich stelle mir so vor, dass dann immer wieder die Erinnerung kommt, wie es mit Matthias gewesen ist. Mhm. Und also im Moment nicht, nee. Hast du denn Menschen, mit denen du trauern kannst, mit denen du auch weinen kannst? Wenig eigentlich. Also mit seiner Mama rede ich schon drüber. Mhm. Und so ein, zwei Freundinnen, aber es ist halt nach einer Zeit kommt einem das Gefühl so, ich weiß zwar, dass sie immer für mich da sind, aber es kommt halt einfach das Gefühl, du kannst jetzt nicht immer nur darüber reden. Es muss auch mal wieder über andere Sachen geredet werden. Und man hat dann ja auch Angst, dass man den Leuten vielleicht ein bisschen, auch wenn es gute Freunde sind, dass man denen irgendwie auf die Nerven geht. Ne? Ja, ich treffe mich jetzt halt mit jemandem von der Trauerbegleitung. Ach, das machst du? Ja, das mache ich. Das finde ich gut. Mit und es tut mir eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Ich finde es so traurig, was du erlebt hast. So traurig. Und ich glaube, das kann auch nur jemand nachempfinden, der einen Menschen verloren hat oder vielleicht auch sehr plötzlich verloren hat. Mhm. Gab es für dich in den ersten Tagen vielleicht, in den ersten Wochen auch so Momente, dass du für dich gesagt hast, ich will auch nicht mehr leben, ich kann nicht, ich ertrage den Schmerz nicht und ich will auch nicht ohne ihn sein? Ja, habe ich anfangs oft gedacht. Und dann wiederum habe ich aber gedacht, also das ist irgendwie nicht mein Weg, ihm dahin jetzt zu folgen. Mhm. Also es war für mich eigentlich schon klar, dass ich, ich glaube, leben bleibe. Ja. Ich glaube, ganz hilfreich ist immer, Silke, in so einer schweren, schlimmen Trauer, sich vorzustellen, wie der Verstorbene es gerne hätte. Mhm. Und dein Freund hätte bestimmt nicht gewollt, dass du dir das Leben nimmst. Mhm. Und dein Freund würde natürlich in all seiner Liebe auch wollen, dass du irgendwann, es ist ja noch frisch, insofern ist es ja alles okay, dass du so empfindest, dass du irgendwann auch glücklich wirst. Hm. Und letztendlich will er gar nicht, dass du so traurig bist, obwohl du natürlich im Moment traurig bist, das ist ganz normal. Hm. Na, ich glaube, dass einem das oft hilft, dass man sich vorstellt, was würde er jetzt sagen, was würde er jetzt zu mir sagen, wenn er von oben, wenn es denn ein Oben gibt, wenn er jetzt zuguckt und was reden könnte. Ja, also glaube ich schon dran. Es war ganz faszinierend am Tag von der Beerdigung. War den ganzen Tag strahlender Sonnenschein. Mhm. Und dann sind wir nachmittags, als das Grab fertig war, nochmal alle hingegangen.
Und genau in dem Moment fing es an zu regnen. Es schüttete wirklich nur so, dass wir nicht lang da bleiben konnten. Mhm. Dann sind wir wieder gegangen und danach war wieder strahlendster Sonnenschein, als wenn er sagen wollte, so, ihr habt den Moment zum Trauern, mhm. aber lasst ihn nicht zu lang werden. Mhm. Also Silke, ich möchte dir von meiner Seite aus mein herzlichstes Beileid aussprechen für das, was passiert ist und was geschehen ist. Ich finde die Sache mit der Trauerbegleitung gut, die du da machst, und möchte dir anbieten, wenn du gerne mit meinem Psychologen noch sprechen möchtest, dann ist das natürlich absolut möglich. Mhm. Möchtest du gerne? Ja. Gut. Ich hätte auch noch eine Bitte. Mhm. Wenn das jetzt vielleicht irgendwer sieht, der vielleicht irgendwie eine ähnliche Erfahrung oder so schon mal gemacht hat und ja. vielleicht gerne in Kontakt mit mir treten möchte, ja. Dass ihr das dann vielleicht an mich weiterleitet. Machen wir. Absolut. Machen wir. Selbstverständlich. Danke. Ich wünsche dir alles Liebe mhm. und sehr viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, danke. Und du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Ja, okay. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. So, jetzt bin ich verbunden mit Sophie. Ja, hallo. Und du bist 15 Jahre alt. Ja. Hallo Sophie. Was ist dein Thema, Sophie? Meine Mama. Deine Mama? Ja, also vor noch nicht ganz einem Jahr ist mein Vater an Krebs verstorben und seitdem ist meine Mutter total kalt, also total anders. Mhm. So, sie bringt überhaupt keine Gefühle mehr rüber und... Bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch zwei Geschwister. Sind die älter als du? Nee, die sind 10 Monate und 6 Jahre. 10 Monate erst? Ja. Wie alt ist denn dein Papa geworden? 32. Hm. Danach hat die Mutter, deine Mama, sich so verändert. Ja, sie ist halt total kalt. Sie bringt keine Gefühle mehr rüber. Was heißt das genau? Versuch es mir mal ein bisschen näher zu beschreiben. Sie lässt sich einfach hängen. Sie hat für nichts mehr Zeit. Und wenn man sie fragt, ob sie ein Papa ist, dann sagt sie, nein, den habe ich sowieso nicht mehr geliebt und so. Das sagt sie? Sie meint, sie hätte meinen Papa sowieso nicht mehr geliebt. Ja, ich frage, das sagt sie euch, dass sie den... Ihr, ja, also sie, mir schon. Glaubst du ihr das? Ja, eigentlich schon. Das heißt, du hast mitbekommen, dass die Ehe vor der schweren Erkrankung deines Vaters auch nicht mehr so rosig war, so toll war? Nee, mein Vater hat meine Mutter auch geschlagen. Mhm. Und deswegen, ich glaube ihr, dass sie nicht so geliebt hat. Aber warum ist sie dann so? Das heißt, du meinst, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen krass sich anhört, dass sie eigentlich erleichtert sein müsste, dass sie nicht mehr bei ihm ist? Ja, eigentlich schon. Mhm. Ich weiß nicht, sie kommt so vor und sie sagt das ja auch gefühllos. Hast du, ich meine, du bist ja 15 Jahre alt, da kann man ja ganz normal auch mit den Eltern und jetzt in deinem Fall mit der Mutter reden. Hast du ihr das mal so gesagt? Hier, seitdem bist du so drauf und du bist gefühllos und gehst gar nicht auf mich ein und so weiter? Das kommt mir nur so vor, sagt sie. Ich meine, das bilde ich mir ein. Mhm. Und dann stehst du da und kannst natürlich nicht großartig mehr was draus sagen. Ja. Wie oft hast du ihr das schon gesagt? Ich habe ihr schon oft gesagt. 3-4 Mal. Mhm. Und das geht jetzt die ganze Zeit schon so? Ja. Mhm. Hast du den Eindruck, dass sich das sogar noch verschlimmert hat jetzt in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten? Nee, eigentlich ist es ziemlich gleich geblieben. Mhm. Sie lässt sich einfach hängen und das schon seit er tot ist. Mhm. Was für eine Verbindung, was für ein Verhältnis hattest du denn zu deinem Vater? Mein Vater war mir wichtiger als meine Mutter. War dir wichtiger? Ja. Obwohl du mitbekommen hast, dass dein Vater deine Mutter geschlagen hat? Meiner Meinung nach war sie irgendwo schuld. Mhm. So, das heißt, es ist für dich jetzt in doppelter Hinsicht schlimm. Du hast deinen Vater verloren, zu dem du ein gutes Verhältnis hattest. Mhm. Und das Verhältnis zur Mutter ist auch völlig gestört. Ja. Würdest du denn sagen, dass das vor dem Tod doch schon viel besser war, dein Verhältnis zu ihr? Nee, auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, sie war mir nie so wirklich die Mutter. Sie war eigentlich immer mehr eine gute Freundin. Hm. Naja, immerhin. Das ist ja schon eigentlich ein Kompliment, ne? Wenn eine Tochter sagt, meine Mutter ist eine gute Freundin. Ja, aber das liegt nur am Alter. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist erst 30. Erst 30, mhm. Ist gerade 15 Jahre älter als ich. Ich überlege gerade, gibt es irgendeinen Menschen in eurer Umgebung, den du gut kennst und den sie gut kennt, mit dem du reden könntest? Ja, meine Oma. Deine Oma? Ja.
Und wäre das eine Möglichkeit, dass du dich der Oma anvertraust und dass sie dann, also die Oma, mit deiner Mutter spricht? Ja, sie weiß das und sie, also meine Oma weiß das und sie hat auch schon öfters mit meiner Mutter gesprochen. Das meine Mutter meint, wir sollen uns nicht alle irgendwas einreden und außerdem geht uns das gar nichts an. Naja gut, aber was heißt, es geht euch nichts an? Du bist ja immerhin die Tochter und es ist euer Familienleben. Auf jeden Fall kommt man irgendwie nicht an sie ran. Ja, lass uns mal überlegen, ob es jemand anderen gibt. Also mit der Oma funktioniert es nicht. Gibt es, nein. Ich weiß nicht, seid ihr irgendwie kirchlich organisiert? Seid ihr in einer Kirche? Nein. Nee, das nicht. Gibt es einen Vertrauenslehrer zum Beispiel bei dir? Gehst du noch zur Schule? Ja. Gibt es einen Lehrer, den du richtig gut findest und richtig cool findest, mit dem man gut reden kann? Ja, mit dem ich reden könnte, aber meine Mutter ja nicht. Ja, aber du könntest mit dem mal reden. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass der dann sagt, dass der mal deine Mutter aufsucht und auch mal mit der Mutter redet. Ja. Weißt du, ich überlege jetzt gerade, wie kommt man an die Mutter ran? Dich scheint sie nicht wirklich ernst zu nehmen. Aber es ist ja sehr ernst, was in dir vorgeht. Die Oma funktioniert nicht. Vielleicht geht es über den Lehrer. Ja, muss ich mal ausprobieren. Gibt es denn sonst vielleicht noch jemanden irgendwie so im Umfeld? Ich weiß nicht, zu den Geschwistern hat sie auch nicht so das beste Verhältnis. Was wäre denn dein Wunsch an deine Mutter, wenn du das so jetzt mir sagen solltest? Wie sollte sie sich denn verändern? Sie soll einfach wieder normal werden. Sie soll mal wieder auf uns eingehen, auf meine kleine Schwester. Und überhaupt auf meine kleine Schwester. Gut. Sophie, dann lass uns doch mal so verbleiben. Du versuchst das mal mit dem Lehrer. Ja. Und wir werden dich in der nächsten Woche nochmal anrufen und dann überlegen wir, wenn das nicht geklappt hat, was man sonst machen könnte. Okay? Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sabine habe ich noch. Die ist 18 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sabine. Wir haben nicht mal viel Zeit. Wir machen es kurz. Ja, ich habe ein Problem oder eine blöde Angewohnheit, die geht ums Wackeln vorm Schlafen. Das Wackeln? So nenne ich das, Wackeln, ja. Was heißt das? Das heißt, dass wenn ich liege, dann lege ich mich auf die Seite, den unteren Arm lege ich zum Po hin, den oberen Arm unter mein Gesicht und dann wackele ich mit dem ganzen Körper nach rechts und links hin und her. Ach. Ja, und dann kann ich wie früher in der Wiege und kann ich erst einschlafen. Das heißt, du wackelst dich in den Schlaf? So ungefähr, ja. Also nochmal, du legst dich auf die Seite. Den unteren Arm zum Po hin und den oberen Arm unter den Kopf. So. Nee, anders, den oberen Arm andersrum, also unter die Backe. Unter die Backe. Den oberen. Und dann liegst du auf der Seite und wackelst, wie lange wackelst du? Das kriege ich meistens nicht mit, weil ich dann dadurch halt einschlafe. Das ist ja vielleicht ein tolles Einschlafritual. Ich habe ja seit Jahr und Tag große Schlafschwierigkeiten, so auch Einschlafschwierigkeiten. Ich finde das einen guten Tipp. Ich werde es heute nachher mal versuchen, ob ich mit dem Wackeln einschlafen kann. Ja, mich nervt es ja eigentlich, weil wenn man dann wirklich mal irgendwo anders schläft, dann kann man das ja nicht machen, weil das ist ja auch peinlich. Könnte ein bisschen peinlich sein, aber ich bin heute Nacht alleine und dann versuche ich das mal. Mach ich. Danke für deinen Tipp, Sabine. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Jetzt gleich viel Spaß und gute Unterhaltung bei Nightwash. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder zur späten Sendezeit, auch im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht nach Nightwash gleich. Macht's gut, tschüss.